Herzlich willkommen zu Souveräne Quarantäne Lesung. Edgar Allan Poe, das Fass Amontillado. All die tausend kränkenden Reden Fortunatus ertrug ich, so gut ich konnte. Als er aber Beleidigungen und Beschimpfungen wagte, schwor ich ihm Rache. Ihr werdet doch nicht annehmen, ihr, die ihr so gut das Wesen meiner Seele kennt, dass ich eine Drohung laut werden ließ. Einmal würde ich gerecht sein. Aber die Bestimmtheit, mit der ich meinen Entschluss fasste, verbot mir alles, was mein Vorhaben gefährden könnte. Ein Unrecht ist nicht bestraft, wenn den Rächer Vergeltung trifft für seine Rachetat. Es ist auch nicht bestraft, wenn es dem Rächer nicht gelingt, sich als solcher seinem Opfer zu zeigen. Es muss vorausgeschickt werden, dass ich Fortunato weder mit Wort noch Tat Grund gegeben hatte, meine gute Gesinnung anzuzweifeln. Ich war weiter liebenswürdig zu ihm und er gewahrte nicht, dass mein Lächeln jetzt dem Gedanken seiner Vernichtung galt. Er hatte eine Schwäche, dieser Fortunato. Obschon er in anderer Hinsicht ein geachteter und sogar gefürchteter Mann war, er brüstete sich damit, dass er ein Weinkenner sei. Nur wenige Italiener besitzen den wahren Kunstverstand. Sie begeistern sich meist nur für eine einzige Sache, für betrügerische Manipulationen gegenüber britischen und österreichischen Millionären. In der Beurteilung von Bildern und Edelsteinen war Fortunato, gleich seinen Landsleuten, ein unwissender Prahlhans. In Bezug auf alte Weine aber hatte er ein ehrliches und sicheres Urteil. Hierin stand ich selbst ihm kaum nach. Ich kannte die italienischen Weine gut und kaufte viel, so oft sich mir eine günstige Gelegenheit bot. Es war in der tollen Karnevalszeit, als ich an einem dämmerigen Abend meinem Freunde begegnete. Er begrüßte mich mit übertriebener Wärme, denn er hatte sehr viel getrunken. Der Mann war maskiert. Er trug ein eng anliegendes, zur Hälfte gestreiftes Gewand, und auf seinem Kopfe erhob sich die konisch geformte Narrenkappe. Ich freute mich so sehr, ihn zu sehen, dass ich gar kein Ende finden konnte, ihm die Hand zu schütteln. Ich sagte zu ihm: »Mein lieber Fortunato, es freut mich, dich zu treffen. Wie prächtig du doch heute ausschaust. Außerordentlich wohl. Doch höre, ich habe ein Fass Wein bekommen, das ich für Amontillado halte, aber ich habe meine Zweifel.« »Wie?« sagte er, »Amontillado? Ein Fass? Unmöglich! Und das mitten in der Karnevalszeit!« »Ich habe so meine Zweifel«, erwiderte ich, »und ich war töricht genug, den vollen Amontillado-Preis zu zahlen, ohne dich erst zu Rate zu ziehen.
Du warst nicht zu finden und ich fürchtete, durch eine Verzögerung den ganzen Handel zu verderben. Amontillado, ich habe, wie gesagt, so meine Zweifel. Amontillado, und ich muss diese zum Schweigen bringen. Amontillado, da du beschäftigt bist, werde ich Lucchese aufsuchen. Wenn einer ein kritisches Urteil hat, ist er es. Er wird mir sagen, Lucchese kann Amontillado von Sherry nicht unterscheiden. Und doch behaupten so ein paar Narren, dass sein Weinverstand dem deinigen gleichkomme. Komm, lass uns gehen. Wohin? In deine Kellereien. Nein, mein Freund, ich will deine Gutmütigkeit nicht ausnutzen. Ich sehe, dass du beschäftigt bist. Und Lucchese, ich bin nicht beschäftigt, komm. Lieber Freund, nein. Es ist ja nicht nur, dass du etwas anderes vorhättest. Du bist ernstlich erkältet. Die Kellergewölbe sind unerträglich feucht. Sie haben eine Salpeterkruste sogar schon angesetzt. Lass uns trotzdem gehen. Die Erkältung ist nicht der Rede wert. Amontillado, man hat dich betrogen. Und Lucchese, der kann Sherry von Amontillado wirklich nicht unterscheiden. Und mit diesen Worten zog Fortunato mich fort. Ich nahm eine schwarze Seidenmaske vors Gesicht, hüllte mich dicht in meinen Mantel und duldete, dass er mich eilends zu meinem Palazzo geleitete. Die Dienerschaft war nicht zu Hause. Der Karneval hatte sie hinausgelockt. Ich hatte den Leuten gesagt, dass ich nicht vor dem nächsten Morgen heimkommen würde und ihnen strengstens verboten, sich aus dem Hause zu rühren. Ich wusste, dass dies genügte, damit alle zusammen, sobald ich ihnen den Rücken kehrte, davonlaufen würde. Ich nahm aus den Ringen an der Wand zwei Fackeln, gab Fortunato eine davon und komplimentierte ihn durch mehrere Zimmerreihen in den Bogengang, der zu den Gewölben führte. Ich schritt eine lange gewundene Treppe hinab und bat ihn, mir vorsichtig zu folgen. Endlich kamen wir unten an und standen zusammen in den feuchten Tiefen der Katakomben der Montresor. Der Gang meines Freundes war unsicher und die Schellen an seiner Kappe klingelten bei jedem Schritt. »Das Fass«, sagte er. »Das ist weiter hinten«, antwortete ich. »Siehst du das weiße Gewebe, das da ringsum von den Kellermauern leuchtet?« Er wandte sich zu mir und sah mir in die Augen. Seine Blicke waren feucht von Schnupfen und von Trunkenheit. »Salpeter?« fragte er schließlich. »Salpeter«, antwortete ich. »Wie lange hast du eigentlich schon diesen Husten?« Er hustete und hustete und hustete. Mein armer Freund konnte minutenlang keine Antwort geben. »Es ist nichts«, erwiderte er dann. »Komm«, sagte ich sehr bestimmt, »wir wollen umkehren. Deine Gesundheit ist kostbar. Du bist reich. Du bist geachtet. Du bist bewundert. Du bist geliebt und du bist glücklich, so glücklich, wie einst ich es war. Du würdest eine Lücke hinterlassen. Um mich ist es nicht schade. Wir wollen umkehren. Du wirst krank werden und ich kann das nicht verantworten. Und im Übrigen kann ja Lucchese...« »Genug«, sagte er, »der Husten ist ganz belanglos. Er wird mich schon nicht umbringen. Ich werde daran nicht zugrunde gehen.« »Wie wahr«, erwiderte ich. »Wirklich, ich hatte nicht die Absicht, dich unnötig zu beunruhigen, aber du solltest die Vorsicht nicht außer Acht lassen.
Ein Schluck Chianti wird uns vor der Einwirkung der Dünste schützen. Und bei diesen Worten zog ich aus einer langen Flaschenreihe, die längs der Mauer auf der Erde lag, eine Flasche hervor und schlug ihr den Hals ab. Trink, sagte ich und bot ihm den Wein. Er setzte ihn an die Lippen, er hielt inne und nickte mir vertraulich zu. Seine Glöckchen klingelten. Ich trinke, sagte er, auf die Toten, die hier unten ruhen. Und ich auf dein langes Leben. Er nahm von neuem meinen Arm und wir gingen weiter. Diese Gewölbe, sagte er, sind sehr weitläufig. Die Montresors, erwiderte ich, waren eine große und zahlreiche Familie. Ich vergaß dein Familienwappen. Ein riesiger goldener Fuß in blauem Felde, der Fuß zertritt eine sich bäumende Schlange, deren Zähne ihm in der Ferse sitzen. Und das Motto? Nemo me impune lacessit. Niemand beleidigt mich ungestraft. Gut, sagte er. Der Wein flackerte aus seinen Augen und die Glöckchen klingelten. Auch mir stieg der Chianti zu Kopfe. Wir waren an einer ganzen Reihe aufgestapelter Skelette und Fässer vorbei, bis in den entferntesten Teil der Katakomben angelangt. Ich blieb wieder stehen und diesmal wagte ich es, Fortunato am Arme zu rütteln. Der Salpeter, sagte ich, sieh, wie er immer mehr wird. Er hängt an den Wölbungen wie Moos. Wir sind unten, unter dem Flussbett. Die Nässe tropft durch die Skelette. Komm, wir wollen umkehren, ehe es zu spät ist, denn dein Husten. Der ist nicht der Rede wert, sagte er. Lass uns weitergehen. Vorher aber noch ein Schlückchen Chianti. Ich schlug einer Flasche den Hals ab und reichte sie ihm. Er leerte sie mit einem Zug. In seinen Augen flackerte ein wildes Licht. Er lachte und warf die Flasche mit einer sehr seltsamen Bewegung zur Decke. Eine Geste, die ich nicht ganz verstand. Ich sah ihn verwundert an. Er wiederholte diese absonderliche Geste. »Du verstehst nicht?«, fragte er. »Nicht im Geringsten«, antwortete ich. »Du gehörst nicht zur Bruderschaft.« »Wie? Du bist kein Maurer?« »Jawohl, ja.« »Du? Unmöglich. Du, ein Maurer?« »Ein Maurer«, antwortete ich. »Gib mir ein Zeichen«, sagte er. »Hier ist es«, erwiderte ich, »aus den Falten meines Überwurfs eine Maurerkelle hervorziehend.« »Ja, du Spaßes«, rief er aus und wich vor mir zurück. »Aber komm, weiter, zum Amontillado.« »Gut also«, sagte ich, nahm die Kelle wieder unter dem Mantel und bot ihm den Arm. Er lehnte sich schwer darauf. Wir setzten unseren Weg fort, wir gingen durch mehrere niedere Bogengänge, gingen hinauf und hinab und wieder hinauf und hinab und betraten nun eine tiefe Gruft, wo die Luft so modrig war, dass unsere Fackeln nicht mehr flammten, sondern nur mehr schwelten. Am entlegensten Ende der Gruft kam eine andere, kleinere zum Vorschein. An ihren Wänden waren bis zur Decke hinauf Menschenknochen aufgestapelt gewesen, ähnlich wie in den großen Katakomben von Paris oder Rom. Drei Seiten dieser hintersten Gruftkammer waren noch jetzt so geschmückt.
Von der vierten waren die Knochen weggeräumt. Sie lagen auf dem Boden herum und waren an einer Stelle zu einem Haufen aufgetürmt. Inmitten der so bloßgelegten Mauer bemerkten wir noch eine letzte Höhlung. Sie war etwa 4 Fuß tief, 3 Fuß breit und 6 bis 7 Fuß hoch. Sie schien nicht zu irgendeinem besonderen Zwecke gemacht zu sein, sondern bildete lediglich den Zwischenraum zwischen 3 der mächtigen Stützpfeiler, die die Deckenwölbung der Katakomben trugen. Ihre Rückwand wurde von einer der massiven Granitmauern gebildet. Vergeblich hob Fortunato seine Fackel, um in die Tiefe der Höhlung zu spähen. Das schwache Licht gestattete nicht, die Rückwand zu erblicken. »Geh weiter«, sagte ich, »hier drinnen ist der Amontillado. Im Übrigen könnte Lucchese, er ist ein Dummkopf«, fiel mir mein Freund ins Wort, während er unsicher vorwärts schritt. Ich folgte ihm auf seinen Fersen. Einen Augenblick später hatte er das Ende der Höhle erreicht. Verdutzt stand er vor der Mauer, die ihm Halt gebot. Und noch einen Augenblick später hatte ich ihn an den Granit gefesselt. In der Mauer befanden sich auf gleicher Höhe und in 2 Fuß Entfernung voneinander 2 Schließhaken. An einem derselben hing eine kurze Kette, am anderen ein Vorhängeschloss. Ich warf die Kette um Fortunatos Leib und befestigte sie im Schloss. Das Ganze war das Werk weniger Sekunden. Er war zu verblüfft, um Widerstand zu leisten. Ich zog den Schlüssel ab und trat aus der Nische zurück. »Streich mal mit der Hand über die Mauer«, sagte ich, »du wirst den Salpeter fühlen. Wahrhaftig, er ist bedenklich feucht dort herinnen. Noch einmal, ich muss dich beschwören, umzukehren. Nein? Dann muss ich dich wirklich verlassen. Aber zuerst muss ich dir noch alle die kleinen Aufmerksamkeiten erweisen, die in meiner Macht stehen.« »Der Amontillado?« rief mein Freund, der sich von seinem Erstaunen noch nicht erholt hatte. »Wahr«, erwiderte ich, »der Amontillado.« Und bei diesen Worten machte ich mir am Knochenhaufe zu schaffen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich warf die Knochen beiseite und legte bald eine Anzahl Bausteine und ein Häufchen Mörtel frei. Und mit diesen Materialien und mit Hilfe der Maurerkelle begann ich eilig, den Eingang der Nische zuzumauern. Ich hatte kaum die erste Reihe des Mauerwerks errichtet, als ich entdeckte, dass Fortunatos Betrunkenheit sehr stark nachgelassen hatte. Das erste Anzeichen dafür gab mir ein leiser, klagender Schrei, der aus der Tiefe der Höhlung drang. Es war nicht der Schrei eines Betrunkenen. Dann folgte ein langes, eigensinniges Schweigen. Ich mauerte eine zweite Reihe und eine dritte und eine vierte. Und dann hörte ich, wie das wütende Stoßen und Schwingen der festgespannten Kette kam. Das Geräusch dauerte mehrere Minuten, während welcher ich, um besser lauschen zu können, meine Arbeit einstellte und mich auf einen Knochenhaufen setzte. Als das hastige Klirren
endlich aufhörte, ergriff ich von neuem meine Kelle und vollendete ohne Unterbrechung die fünfte, die sechste und die siebente Reihe. Der Wall war nun fast in gleicher Höhe mit meiner Brust. Ich hielt von neuem inne, hob die Fackel über das Mauerwerk und warf damit ein paar schwache Strahlen auf die Gestalt dort drinnen. Da stieß der Gefesselte plötzlich wilde Schreie aus, viele laute, gellende Rufe, die mich zurücktaumelnd machten. Einen Augenblick zögerte ich, ich zitterte, ich zog den Degen und stach damit in das Dunkel der Nische hinein. Doch nach kurzer Überlegung beruhigte ich mich wieder, ich legte die Hand auf das massige Gemäuer der Katakomben und war befriedigt. Ich trat wieder an meine Mauer und dann antwortete ich auf das Geheul des Rufenden. Ich ahmte es nach. Ich verstärkte es. Ich übertönte es. Das tat ich eine ganze Weile und der Schreier wurde still. Es war jetzt Mitternacht und meine Arbeit nahte sich ihrem Ende. Ich hatte die achte, die neunte und die zehnte Reihe vollendet. Ich hatte einen Teil der elften und letzten Reihe und ich rang mit noch einem einzig verbliebenen Stein ihn einzusetzen. Ich rang mit seinem Gewicht, ich hob ihn an seinen Platze, konnte ihm jedoch nicht sogleich die richtige Lage geben. Jetzt kam aus der Nische ein leises Lachen, das mir die Haare auf dem Kopfe zu Berge stehen ließ. Dann sprach eine traurige Stimme, die ich nur schwer als die Stimme des edlen Fortunatos erkennen konnte. Und die Stimme sagte, ja, wahrhaftig, ein guter Spaß. Wir werden im Palazzo noch sehr oft darüber lachen. Und über den Wein, ja. Den Amontillado, sagte ich. Ja, 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 den Amontillado. Aber es ist schon recht spät. Werden Sie uns nicht im Palazzo erwarten, die Lady Fortunato? Und die anderen, komm, lass uns gehen. Ja, sagte ich, lass uns gehen. Bei der Liebe Gottes, Montresor, ja, sagte ich, bei der Liebe Gottes. Aber auf diese Worte erwartete ich vergeblich eine Antwort. Ich wurde ungeduldig, ich rief laut, Fortunato. Keine Antwort. Ich rief wieder, Fortunato. Noch immer keine Antwort. Ich nahm seine Fackel, stieß sie durch die Öffnung und ließ sie drinnen zu Boden fallen. Als Antwort kam nur ein Klingeln der Schellen. Mein Herz wurde schwer, infolge der Moderluft in der Katakombe. Ich beeilte mich, meine Arbeit zu beenden. Ich zwang den letzten Stein in seine richtige Lage, ich mauerte ihn ein und gegen das neue Mauerwerk türmte ich den alten Knochenwall auf. Seit einem halben Jahrhundert hat kein Sterblicher ihn angerührt. Ruhe in Frieden. Fortunato.